Herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. So, in dieser Folge möchte ich euch gerne da hinten diese vier Wohnhäuser vorstellen, die farblich ja, nicht abgestimmt sind. Auf jeden Fall sieht es aus wie eine Villa Kunterbunt. Da laufen wir mal eben hin. Ah, und die Sonne geht gerade unter. Das ist kein schlechtes Timing, weil ich wollte euch in dieser Folge auch noch was anderes zeigen. Dafür müsste die Sonne untergehen. Auf jeden Fall sind das die Wohnhäuser. Die sind alle baugleich. Die sind alle 10 mal 10 Meter. 10 mal 10 Meter? Nein, 10 mal 10 Blöcke, das wollte ich sagen. An den Seiten habe ich auch noch ein paar Fenster eingefasst. Von hinten gibt es keine Fenster. Also ganz stinknormale Wohnblöcke sind das, wenn man auch mal hier reinschaut. Hier gibt es nicht viel. So, mal wieder die Tür zu. Gehe ich einmal in Schwebemodus. Schauen wir uns das alles mal an hier. Sieht natürlich nachts richtig geil aus, wenn das am Leuchten ist, vom Weiten. Da gehe ich nochmal weiter zurück. Ja, schick, schick. Also mir gefallen sie. Spitzdächer hatte ich ja noch gar nicht gebaut, hier bei Minecraft Let's Build. Und ich sagte ja gerade zu Beginn der Folge, ist es gar nicht mal so schlecht, warum die Sonne da hinten untergeht. Weil ich wollte euch den Flughafen, den Bahnhof, genau, den Bahnhof mal im Dunkeln zeigen. Weil ich habe da so viel Glowstone verbaut. Da hinten ist er. Das ist schon ein ganz anderes Bild. Als ich den Bahnhof vorgestellt habe, da war es hell. Da habe ich euch versprochen, ich zeige euch das in einer anderen Folge mal. So, so sieht das aus. Leuchtet wie ein Stern hier, der Bahnhof. Mit den zwei ICE-Zügen. Gehen wir mal kurz rein. Von innen ist das auch schön hell alles. Zack. Dann über die Hecke jumpen. Ja, hier wurde ja sehr viel Glowstone verbaut. Ja, ist eigentlich noch recht hell, also hier drinne, obwohl stockdüster draußen ist. Aber ich finde, von außen sieht das immer am geilsten aus. Vor allem, wenn man das dann vom Weiten betrachtet. Ah, kein Fahrgast hier drinne. Okay. So, so sieht er aus. So, dann legen wir uns mal nochmal kurz pennen, weil ich möchte euch ja nochmal die Gebäude von Anfang an zeigen. Diese Wohnhäuser, aber bitte im Hellen. So, erstmal eine Runde nicken. Ah, die Nächte gehen immer so schnell um. Ah, endlich. So. Ah, jetzt sind wir genau auf dem Kino. Hier oben hätte man natürlich die beste Sicht da, auf dem Fernsehturm. Oder hinten auf den Hochhäusern. So, da kann man auch mal die Wohnblöcke ganz genau bestaunen. Jetzt ist es auch ein bisschen heller. Den stinknormale Wohnblöcke. Ich muss ja ein bisschen für Wohnungen hier sorgen in Main City, weil wir haben sehr. Ja, in der letzter Zeit habe ich viele Wohnungen gebaut. Das war auch nötig. Weil so viele Leute wohnen hier. Die sieht man zwar nicht, die verstecken sich immer. Aber ich habe so viele öffentliche Gebäude gebaut, da fehlt ein paar Wohnhäuser. Von hinten habe ich es einfach schlicht gelassen. Das hat auch einen bestimmten Grund, weil hier wird wahrscheinlich nichts mehr entstehen auf dieser Map-Seite. Dann kann das hier ruhig wie so eine Wand sein. Da blickt man sowieso nicht hinter, außer jetzt gerade, weil ich euch das zeige. Es soll so eine Art Abgrenzung schon von dieser riesigen Stadt sein. Ich habe noch so viele Ecken, wo ich bauen kann. Die Ecke habe ich jetzt schon gut voll gebaut. Hier haben wir ja natürlich die Schule wieder am Start, muss es ja auch geben. Und die geilen Hochhäuser. Weil ich habe da ganz hinten habe ich noch so viel Platz. Da wird auch was entstehen hier geradeaus, da wo diese Grünfläche am Start ist. Und da hinten habe ich auch noch so massig Platz. Ja, ich finde, die wirken ganz schön. Jetzt ist natürlich gerade der Fernsehturm im Weg, aber das konnte man vorher ja nicht wissen. Aber ich finde die ganz schön vom Style. Sieht ein bisschen aus wie so eine Altstadt, wie so eine westfälische Altstadt. Es gibt ja auch noch viele Städte in Deutschland, die sehen so aus. Ja, hat was. Einfach, aber fein. So, dann landen wir mal auf dem Dach. Landen wir richtig? Landen wir richtig? Oh nein, wir sind runtergefallen. Oh Gott, wie konnte mir das denn passieren? Ja, es war mal eine kurze und bündige Folge. Gab jetzt nicht allzu viel zu zeigen.
außer die neuen Gebäude, oh, da muss ich mal mit einem anderen Blickwinkel hier gehen, außer diese neuen Wohnblöcke hier. Und natürlich wollte ich euch ja zeigen, wie es nachts aussieht auf dem Bahnhof, also von den Lichtern her, ne, ihr versteht. Ja, und damit beenden wir jetzt mal die Folge und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dahin, ciao!